Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Share Peace Vlogs. Heute stelle ich Ihnen oder dir das Bildungsmaterial Antidiskriminierung, Rassismuskritik und Diversität, 105 Reflexionskarten für die Praxis vor. Das Material ist erschienen beim Informations- und Dokumentationszentrum Antirassismusarbeit IDA. Es ist erschienen bei Bells Juventa 2019 und kostet 29,95 €. Mit dem Material sind folgende Lernziele verbunden. Es soll dazu dienen, einen Sprachgebrauch zu entwickeln und zu praktizieren, der explizit diskriminierungssensibel ist. Außerdem soll es Teilnehmende für Rassismus- und Diskriminierungserfahrungen sensibilisieren und es hilft auch Multiplikatorinnen und Multiplikatoren in der Bildungsarbeit, in der politischen Arbeit, ihre Arbeit eben machtkritisch zu gestalten. Das Material lässt sich einsetzen in der Jugend- und Erwachsenenbildung. Das kann in schulischen Räumen sein, aber eben auch in informeller Bildung außerhalb von Schule. Es eignet sich für ganz verschiedene Gruppengrößen. Und mit dem Material können Begriffe und Methodenkompetenzen erarbeitet werden im Umgang mit Diskriminierung. Außerdem können Teilnehmende auch Gegenredeoptionen, Interventionsmöglichkeiten angesichts rassistischer oder auch anderer diskriminierender Situationen einüben und sie lernen auch den Diskurs besser zu verstehen, der in Deutschland zu Rassismus und Diskriminierung vorzufinden ist. In der Box Antidiskriminierung, Rassismuskritik und Diversität finden sich 120 Karten in 5 verschiedenen Kategorien, die für die Bildungsarbeit eingesetzt werden können. Die erste Kategorie sind Begriffe im Umfeld Diskriminierung und auf der Rückseite befinden sich dann jeweils Definitionen, hier zum Beispiel zu Antisemitismus. In der zweiten Kategorie geht es um verschiedene Ansätze rassismuskritischer Arbeit. Methoden werden vorgestellt. In der dritten Kategorie geht es um Zitate, die unter diskriminierungssensiblen Gesichtspunkten schwierig sind. Teilnehmende können sich hier dann beispielsweise mit auseinandersetzen, wo es liegt eigentlich das Problem und wie könnte ich aber auch in so einer Situation reagieren. In der Kategorie 4 finden sich Daten und Zahlen zur Situation Diskriminierung, Antidiskriminierung, Rassismus in Deutschland. Die sind meistens aufgebaut in Form von Quizzes. Seit wann dürfen homosexuelle Männer in Deutschland Blut spenden beispielsweise? Und dann finden sich eben ABC 2017, 1997 und 2001. Und da können dann eben Teilnehmende einschätzen und bekommen einen besseren Überblick, wie eigentlich die Situation rund um Diskriminierung in Deutschland ist. In der letzten Kategorie finden sich Beispielsituationen zu Diskriminierung in Deutschland. Und hier können dann Teilnehmende von Bildungsveranstaltungen beispielsweise Interventionsmöglichkeiten diskutieren oder schauen, ob sie auch ähnliche Situationen schon erlebt haben, darüber ins Gespräch kommen. Neben den Kategorien und den Karten liegt ein Begleitheft bei. Hier stellen Eden Menges und Ansgar Drücker auf der einen Seite die Relevanz von Diskriminierungssensibilität da die Auswirkung von Diskriminierung in der deutschen Gesellschaft. Und auf der anderen Seite zeigen sie auch Anwendungsmöglichkeiten der Karten im Unterricht, in außerschulischen Bildungsveranstaltungen mit verschiedenen Gruppen auf. Dabei gibt es jeweils eine Hauptmethode für die verschiedenen Kategorien, wie sie eingesetzt werden können. Beispielsweise bei den Begriffen schlagen sie vor, dass die Karten an Kleingruppen im Seminar, im Unterricht verteilt werden.
hier dann die Teilnehmenden Arbeitsdefinitionen recherchieren, erarbeiten und sie dann im Plenum vorstellen und zur Diskussion stellen. Neben diesen Hauptmethoden, die immer vorgestellt werden, gibt es jeweils von 3 bis 8 weiteren Methoden, wie diese Karten eingesetzt werden können, um mit den Teilnehmenden der Veranstaltung zum Thema Diskriminierung, Diskriminierungssensibilität, Umgang mit Rassismus und Diskriminierung arbeiten können. Besonders gut gefallen haben mir die Zitatkarten. Sie zeigen auf, wie stark verbreitet Vorurteile, Stereotype, Vorstellungen in Deutschland sind und auch darüber hinaus. Es wird deutlich, dass diese Vorstellungen nicht nur bei Nazis vorhanden sind und auch nicht nur am Stammtisch geäußert werden, sondern eben auch in öffentlichen Diskursen von Menschen, die eben im Rampenlicht stehen. Beispielsweise ist ein ziemlich problematisches Zitat des Entwicklungsministers Gerd Müller dabei. Darüber hinaus fand ich auch die Beispielsituation toll. Es handelt sich um Situationen, die viele von uns kennen, in der einen oder anderen Form. Und sie laden dazu ein, zu überlegen, wie kann ich eben in solchen Situationen umgehen. Und auf der anderen Seite bieten sie auch die Möglichkeit, in dieser Konfrontation mit einer jetzt erstmal losgelösten Situation zu schauen, welche Situation habe beispielsweise auch ich erlebt, in denen ich entweder als Täter oder als eben betroffene Person nicht so richtig wusste, wie ich damit umgehen soll. Gerade für die Empowerment-Arbeit ist es natürlich eine sehr gute Möglichkeit und aber auch beispielsweise mit Allies, mit Verbündeten darüber zu sprechen, wie kann ich eigentlich aktiv werden, um betroffene Personen zu unterstützen. Das Material ist direkt bei der IDA zu bestellen. Ich wünsche viel Spaß und Erfolge bei der Bildungsarbeit.